Hallo Edgar. Warum bist du denn so spät in der Nacht noch auf? Du konntest nicht schlafen und da dachtest du, du fährst ein bisschen herum? Hey, was ist los? Du hast ein seltsames Licht im Wald gesehen? Ich kann da nichts entdecken. Wow, da ist es ja. Was ist das? Wir rufen besser die Streifenwagen. Vielleicht finden die heraus, was das ist. Yeah. Entschuldigung, dass wir euch aufwecken, Leute. Aber es gibt ein Rätsel zu lösen. Edgar hat ein seltsames Licht im Wald gesehen. Sollten wir uns das nicht mal anschauen? Hey, warte. Sollten wir nicht auch Hector aufwecken? Aufwachen, Hector. Willst du nicht mitmachen beim Rätsel lösen? Hallo, Edgar. Kannst du den Jungs erzählen, wo du das seltsame Licht gesehen hast? Im Wald? Was meint ihr, Leute? Sollen wir uns das mal ansehen? Aha. Was ist los, Frank? Es ist zu dunkel, um im Wald etwas zu erkennen? Ach du liebe Güte. Was sollen wir tun? Wir können deinen Suchstrahler benutzen, um den Wald zu erhellen. Perfekt. Guter Gedanke, Hector. Sollen wir reinfahren? Was ist los, Matt? Du hast das seltsame Licht gesehen? Da ist es ja. Und es bewegt sich. Okay, Edgar. Schauen wir mal, was das ist. Oh nein. Wie sollen wir da durchkommen? Das ist richtig, Frank. Du bist sehr stark. Meinst du, du kannst das Zaungatter öffnen? Okay, Leute, trete zurück. Gut gemacht, Frank. Baba! Auf geht's! Ich glaube, wir sind dicht dran. Da ist es ja. Herbie? Amber? Was macht ihr hier draußen? Es ist mitten in der Nacht. Du gibst Herbie eine spezielle Medizin, Amber? Matt möchte wissen, warum er sie nicht einfach im Krankenhaus nimmt. Du schämst dich, weil du nicht möchtest, dass deine Freunde sehen, dass du alt wirst? Jetzt sei doch nicht dumm, Herbie. Deinen Freunden ist das doch egal.
Ist nicht schlimm, Edgar. Da hätte sich jeder irren können. Yeah! Komm schon, Herbie. Auf geht's nach Hause. Lasst uns schlafen. Aha! Gute Arbeit, Streifenwagen. Aha. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hi, Billy. Wie geht's dir? Hast du dich verirrt, Billy? Warte hier. Keine Sorge, Billy. Ich schicke dir jemanden zur Hilfe. Matt! Hey, Matt! Billy, die Planierraupe, hat sich verirrt. Wir müssen ihm helfen. Ich denke, wir werden etwas Hilfe brauchen, Matt. Lass uns Frank das Feuerwehrauto um Hilfe bitten. Hey, Frank! Hilfst du uns, Billy zu finden? Er hat sich verirrt. Also, wo fangen wir an? Du hast recht. Billy wollte heute Morgen Amber den Krankenwagen besuchen. Schauen wir mal bei ihr vorbei. Hallo Amber, Billy hat dich doch heute Morgen besucht. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte? Oh, er ist zum Bauernhof gefahren. Vielen Dank, Amber. Dann sollten wir da mal nachschauen. Matt! Frank! Schaut, hier ist Ben, der Traktor. Hallo Ben, weißt du, wo Billy sein könnte? Beim Wald, sagst du? Okay, dann fahren wir da mal vorbei. Passt auf, dass ihr euch nicht auch verirrt. Billy, wo bist du? Es wäre toll, wenn wir uns von oben einen Überblick verschaffen könnten. Was ist denn los, Jungs? Wow, eine Kamera. Tolle Idee. Mal schauen, ob wir Billy damit finden können. Oh, da ist er ja. Billy ist einfach ein Stück weiter die Straße runter. Billy, jetzt bist du in Sicherheit. Matt und Frank sind hier.
Großartig, Jungs. Ihr habt Billy gerettet. Nun kommt sicher nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Und nochmals danke. Die Streifenwagen. Hier ist unser Freund Matt. Er schläft noch. Warte mal kurz. Was macht dieser Pinsel denn da mit ihm? Matt verschwindet langsam. Matt, wach auf! Matt, wie gut, dass du aufgewacht bist. Du wurdest mit unsichtbarer Farbe bemalt. Ich hab's dir doch gesagt. So kannst du in Car City unmöglich Streife fahren. Hier kommt Frank. Er wird Matt helfen können. Oh nein, Matt hat Probleme, sich bei Frank bemerkbar zu machen. Du musst etwas tun, um Franks Aufmerksamkeit zu erregen, Matt. Großartig. Jetzt weiß Frank, dass du es bist. Vorsicht, Hector. Pass auf, dass du nicht auf Matt landest. Jemand hat Matt im Schlaf mit unsichtbarer Farbe angemalt. Du hast gerade gesehen, wie Tyler der Lümmel irgendwelche Sachen mit unsichtbarer Farbe angemalt hat? Das solltet ihr Jungs euch mal besser genauer anschauen. Hector hat Tyler gesehen. Er ist außerhalb vom Spielplatz. Es ist an der Zeit, dieses ungezogene Auto festzusetzen. Da ist er ja. Frank, Matt, Hector hat Tyler wieder gesichtet. Oh nein! Tyler hat dich entdeckt. Was wirst du tun, Frank? Warum verfolgst du Tyler nicht? Warte mal. Warum hat Tyler angehalten? Ich dachte, er wollte fliehen. Das war schlau. Matt hat einfach sein Warnlicht ausgemacht und seine Unsichtbarkeit genutzt, um Tyler eine Falle zu stellen. Frank sagt, er kann versuchen, die unsichtbare Farbe mit seinem Mega-Wasserstrahl zu entfernen, Matt. Matt ist wirklich froh, dass er wieder sichtbar ist. Vielen Dank, Frank. Und dir, Hector, gebührt Lob dafür, dass du Tyler entdeckt hast.
Matt möchte auch dir danken, Tyler. Er hätte dich niemals fangen können, wenn du ihn nicht mit unsichtbarer Farbe bemalt hättest. Der Streich ging nach hinten los, Tyler. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Die Streifenwagen. Hallo Babys, habt ihr einen vergnüglichen Abend? Was ist los? Das ist ein Gespenst! Lauft, Kinder, lauft! Das ist das Telefon, mit dem man die Streifenwagen ruft. Und hier sind auch schon die Autobabys. Los, Kinder, ruft die Streifenwagen. Nur sie können uns retten. Matt, Frank, Hector. Car City braucht euch. Ein Geist sucht den Spielplatz heim. Ein Scherz? Nein, Matt, bestimmt nicht. Das ist wirklich kein Scherz. Da war ein Gespenst. Oh, Jungs, das ist so dunkel hier. Oh nein, das Gespenst! Du hast recht, Matt. Kein Grund zur Panik. Lass uns einfach das Gespenst aufhalten. Das ist ein perfekter Plan, Matt. Hector, du fliegst über Car City und versuchst, das Gespenst zu finden. Und wenn du es entdeckt hast, dann rufst du Matt und Frank dazu. Frank, wenn Hector das Gespenst entdeckt hat, dann fährst du hinter ihm und jagst es. Matt wird euch überholen und das Gespenst am Ende der Straße stellen. Streifenwagen, macht euch bereit. Los!
Da ist es, Hector. Matt, Frank, Hector hat das Gespenst entdeckt. Jetzt könnt ihr es verfolgen und fangen. Das ist kein Gespenst. Das ist Charlie. Matt, halt! Es ist gar kein Gespenst. Es ist Charlie. Charlie, Charlie, bremsen jetzt. Aber natürlich, Freunde, es ist Halloween. Charlie hat ein Kostüm getragen. Na dann, Freunde. Ich denke, es ist an der Zeit, heute Abend ein bisschen Spaß zu haben und Süßigkeiten einzusammeln. Gute Nacht, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Die Streifenwagen. Hallo, ihr Kleinen. Ist das nicht ein herrlicher Tag, um draußen zu spielen? Sei vorsichtig auf der Rutsche. Oh oh, aufgepasst. Oh nein, jetzt steckt ihr beide fest. Ich glaube, die Rutsche hält nicht noch ein Auto aus, Susie. Stopp! Tu das nicht, Susie. Was für ein Schlamassel. Aber keine Sorge, Klein Katie. Es kommt schon alles wieder in Ordnung. Susie, lass uns die Streifenwagen um Hilfe bitten. Hey Jungs, da war ein Unfall auf dem Spielplatz und Klein Katie steckt fest. Könnt ihr sie retten? Großartig. Auf geht's. Die Streifenwagen sind hier, um dir zu helfen, Klein Katie. Halt noch kurz aus. Matt hat recht, Jungs. Keine Panik. Die Streifenwagen kümmern sich ab jetzt um alles. Also, was ist jetzt zu tun, Streifenwagen? Großartige Idee, Matt. Hector kann seinen magnetischen Kran benutzen, um die Schaukel und die Wippe anzuheben. Oh oh, es ist zu schwer. Wir brauchen mehr Muskeln. Aber natürlich, Frank ist der Stärkste. Er kann von unten drücken, während Hector anhebt. Gut gemacht, Jungs. Ihr habt es fast geschafft. Okay.
Jetzt nur noch die Wippe und Katie ist frei. Großartige Arbeit, Streifenwagen. Ach, wie gut. Amber ist hier, um Katie zu helfen. Wir sind so froh, dass es dir gut geht, Klein Katie. Tschüss, Amber. Also, ihr Kleinen, denkt immer daran, wie wichtig es ist, sich beim Spielen abzuwechseln. Wir wollen ja nicht, dass euch was passiert. Oh, das ist so nett von dir, Susie. Was für eine süße Art zu zeigen, wie leid es dir tut. Tschüss zusammen, wir sehen uns. Die Streifenwagen. Auf die Plätze. Fertig. Los! Hast du Spaß beim Rennen, Hector? Großartig! Was war das für ein Geräusch? Der Fernsehturm ist kurz davor umzukippen. Wir rufen besser die Streifenwagen. Aber schnell! Kannst du etwas schneller fliegen? Du kannst? Großartig! Jungs, wir haben da ein dringendes Problem. Könnt ihr sofort kommen? Großartig. Beeilung, Jungs. Hector, kannst du Matt und Frank erklären, wo das Problem liegt? Der Fernsehturm ist kurz vorm Umkippen? Und das Autorennen führt direkt daran vorbei? Wir sollten uns besser beeilen, bevor jemand verletzt wird. Wir müssen so schnell wie möglich zu diesem Gebäude kommen. Matt, kannst du mit deiner Supergeschwindigkeit fahren? Perfekt, auf geht's! Leute, Matt sagt, ihr müsst aus dem Weg gehen. Und zwar auf der Stelle. Der Fernsehturm kann jeden Moment umfallen. Hector sagt, Tyler und Katie sind auf dem Weg hierher. Wir müssen uns beeilen. Du möchtest, dass Frank vor den Turm fährt und wartet?
Bist du sicher? Okay. Er ist jetzt da, Matt. Wie ist dein Plan? Hector, kannst du versuchen, mit deinem Haken das Gebäude anzuheben? Matt, Hector kriegt das Gebäude nicht alleine angehoben. Er braucht Hilfe. Frank, kannst du versuchen, mit deiner Leiter zu helfen, das Gebäude aufzurichten? Fantastische Arbeit, Streifenwagen. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Die Streifenwagen. Hallo Jungs, ein toller Strandtag, nicht wahr? Wow! Bobby ist wirklich großartig. Hallo, Hector ist ja auch hier. Hallo, Hector. Willst du dir die Show ansehen? Ich glaube, er springt gleich wieder. Schaut euch das an! Oh oh, Bobby steckt fest. Keine Sorge, Bobby. Wir kriegen dich da raus. Gute Idee. Du holst besser den Rest der Streifenwagen, um Bobby zu helfen. Beeilung, Hector. Hey, Jungs. Bobby hat einen Unfall. Er steckt am Strand fest. Könnt ihr helfen? Okay, auf geht's. Beeilung! Keine Sorge, alle zusammen. Die Streifenwagen werden hier ganz schnell eine Lösung finden. Dein Wasserstrahl ist wirklich stark, Frank. Das könnte klappen. Ach du liebe Güte, das war wirklich ein guter Versuch, aber Bobby steckt immer noch fest. Was machen wir jetzt? Großartige Idee. Wenn man einen der Felsen entfernt, ist Bobby wieder frei. Hector, schaffst du das mit deinem Haken? Das sieht schwierig aus.
Keine Sorge, Hector. Probier's einfach nochmal. Großartig. Du hast ihn. Jetzt zieh mit aller Kraft. Es klappt, Hector. Der Felsen bewegt sich. Oh, Matt packt auch mit an. Keine Sorge, Bobby. In 0, nichts haben sie dich befreit. Okay, wenn Frank jetzt auch noch mit aller Kraft anpackt, dann könnt ihr den Felsen rausziehen. Bereit, Frank? Ihr schafft es. Wow, fantastisch. Gut gemacht, Streifenwagen. Ihr wart die Rettung. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Die Streifenwagen. Hallo, ihr Kleinen. Ganz schön windig hier draußen. Oh, oh. Festhalten. Das ist eine großartige Idee, Klein Susie. Die Streifenwagen können Klein Francis sicher retten. Hey Leute! Klein Francis hat sich in seiner Drachenschnur verheddert und ist weggeblasen worden. Könnt ihr ihm helfen? Okay, auf geht's! Wir sind fast da. Keine Sorge, alle zusammen. Die Streifenwagen werden Klein Francis zurückholen. Frank, vielleicht kann Klein Francis ja deine Leiter zu fassen kriegen. Versuch, die Leiter zu fassen. Oh nein! Und was jetzt? Du bist wirklich schnell, Matt. Vielleicht kannst du ihn fangen.
Ach du liebe Güte, es ist einfach zu windig. Hector, kannst du hinterherfliegen und ein Auge auf Baby Francis haben? Siehst du ihn? Oh, da ist er ja. Beeilung, Hector. Kannst du ihn einsammeln? Warte, Hector wird dich zurückbringen. Wir sind so froh, dass du in Sicherheit bist, Klein Francis. Das war ein ganz schönes Abenteuer. Ihr wart großartig, Streifenwagen. Ihr habt das Schlimmste verhindert. Tschüss alle zusammen. Wir sehen uns. Die Streifenwagen. Hallo, Frank. Herzlichen Glückwunsch. Was ist denn los? Du findest niemanden, mit dem du feiern kannst? Ach du liebe Güte, hier muss doch irgendwo jemand sein. Wow. Diese Raser müssen aufgehalten werden. Das ist eine hervorragende Idee, Frank. Deine Freunde bei den Streifenwagen können dir helfen, sie zu fangen. Hey, Jungs! Frank braucht eure Hilfe, um ein paar Raser zu fangen. Okay, auf geht's. Wir sind fast da. Hector kann von oben die Raser schnell entdecken. Da sind sie ja. Beeilung, fangt sie. Schneller. Matt, benutz deinen Geschwindigkeitsbooster. Oh nein! Sie sind entkommen! Frank, kannst du sie schnappen? Den kriegst du!
Kommt schon, Jungs, lasst sie nicht entkommen. Warum halten sie am Spielplatz an? Frank, es ist eine Überraschungsgeburtstagsparty nur für dich. Hector und Matt, habt ihr auch dabei geholfen, die Party zu planen? Haha, ihr seid so tolle Freunde. Herzlichen Glückwunsch, Frank. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns.